Hallo, hallo. Ich mache jetzt was ganz Aufregendes. Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Ich habe jetzt hier meinen Laptop stehen und habe mich bei Unis angeschrieben, beziehungsweise beworben, würde ich das jetzt so sagen. Und unter anderem auch in Österreich, und zwar geht es um Innsbruck. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Und da steht Zulassung in Abwesenheit, da kann ich raufgehen. Denn in Innsbruck ist es so, dass man zur Zulassung vor Ort sein muss, die Dokumente abgeben muss, die gefordert sind. Und dann wird das Ganze nochmal überprüft und dann geht es um die Zulassung. Ja, ich nehme euch da mit auf den Weg, bin sehr gespannt, wie das Ganze auch abläuft. Und habe mich jetzt entschieden, dass es jetzt dann doch wahrscheinlich Innsbruck wird. Ich habe mich ja noch bei anderen Studiengängen beworben, aber. Ja, irgendwie war Innsbruck die ganze Zeit mein Favorit, wollte ja letztes Jahr eigentlich auch schon nach Österreich, als es noch nicht feststand, dass ich ins Ausland gehen werde. Und jetzt, genau, kann ich das Ganze mal so, ja, euch mitnehmen beim Bewerbungsprozess von den Unis und generell. Genau, also wie gesagt, das Bewerbungsportal ist ja so schon geschlossen für die NC-zulassungsbeschränkten Studiengänge. Ich bewerbe mich auf BWL und internationale Wirtschaft, habe jetzt in Innsbruck mich auf internationale Wirtschaft beschränkt und da ist der Studiengang auf Deutsch und auf Englisch. Das wollte ich ja auch sehr gern. Dafür wollte ich ja mein Auslandsjahr auch nutzen. Die ganze Seite brauche ich nur zwei Häkchen setzen. Bis zum 10.7. beginnt das Ganze erst, anders als in Deutschland, wo es am 15.7. Jahr aufhört. Und gehe jetzt hier auf Abschicken. Okay, ist nicht so spannend, aber ist trotzdem krass. Also ja, ich habe das Ganze jetzt abgeschickt und warte jetzt wahrscheinlich wieder auf E-Mails. Das war's. Das ist die Seite, die könnt ihr euch auch mal angucken. Ich wollte euch gerade nur noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich jetzt ein Angebot bekommen von der Uni Hamburg. Also ich habe auf Nummer 1 Leipzig priorisiert, 2 ist Hamburg und 3 hatte ich Bremen. Und wurde jetzt also von der Uni Bremen habe ich tatsächlich als erstes ein Angebot bekommen. Habe ich ja nicht angenommen, weil ich ja wie gesagt Innsbruck favorisiere. Und da jetzt auch praktisch. Ich wurde noch nicht angenommen, aber ich bin eingeschrieben und warte jetzt eigentlich nur noch auf meine Zulassung. Also ich bin praktisch drin. Genau, bin bei der Uni Innsbruck praktisch schon drin. Ich warte jetzt nur noch auf meine Zulassung. Die müsste dann aber auch bald kommen. Ich hatte nämlich gerade angerufen, das läuft einfach. Ja, nach dem Datum gucken die das alles durch. Und am 17. habe ich mich beworben und am 10. Juli ging das ganze Bewerbungsverfahren erst los in Innsbruck, in Österreich generell. Also müsste ich demnächst ja bestimmt eine Nachricht bekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich ja in Deutschland auch noch beworben. In Leipzig, Hamburg und Bremen. Und ja, in Bremen hatte ich jetzt schon ein Angebot vorliegen. Das habe ich ja jetzt aber nicht angenommen, wie gesagt, weil ich ja Innsbruck bevorzuge und habe heute das Angebot von Hamburg auch bekommen. Ist irgendwie ganz cool, dass man die Angebote tatsächlich bekommt. Das werde ich jetzt aber ablehnen und wollte euch das Ganze einfach mal zeigen, wie das aussieht. Fand ich ganz interessant, wenn denn dadurch, dass ich jetzt Hamburg auf Nummer 2 gesetzt hatte, Leipzig auf 1 und auf dem dritten Platz Bremen, ist das Angebot aus Bremen automatisch verfallen und ich bin ausgeschieden aus dem Verfahren. Also der Platz geht an jemand anderen. Und wenn ich jetzt in Leipzig angenommen werden würde oder ein Angebot kriegen würde, würde Hamburg automatisch verfallen. Und ich kann die Bewerbung irgendwie immer noch priorisieren, was ich gar nicht wusste, weil ich dachte, das läuft ab bis zum 23. Aber ist auch egal, ich werde die ja sowieso nicht annehmen, weil ich, wie gesagt, ich jetzt tatsächlich nur noch auf die Zulassung warte. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal auf Hochschulstart. Fand das ganz interessant vielleicht für die Leute, die sich nächstes Jahr bewerben oder demnächst generell. Wollte ich euch die Seite einfach mal zeigen, weil ich zum Anfang völlig überfordert war, beziehungsweise keiner zeigt einem was oder keiner sagt einem was und dann springt man einfach nur von Website zu Website und versucht sich da so durchzumogeln mit den Bewerbungen. Aber ja, dadurch, dass ich gerade einmal gültig Angebot und ausgeschieden habe, zeige ich euch das mal ganz kurz. Zwar bin ich auf Hochschulstart. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas jetzt Privates von mir zu zeigen ist. Aber wie gesagt, ich habe mich halt hier auf Nummer 1 habe ich Leipzig. Das ist noch gültig. Wurde noch nicht irgendwie, ja, jetzt geguckt. Noch nicht freigegeben und nix.
in Hamburg liegt jetzt mein Angebot vor. Das könnte ich dann hier prüfen und annehmen oder das Ganze zurückziehen. Und in Bremen bin ich jetzt ausgeschieden, dadurch, dass Hamburg auf Nummer 2 war und ich ein Angebot bekommen habe. Also überlegt euch sehr, sehr gut, wie ihr priorisieren wollt, was eure ja, Favoritenstadt ist, wo ihr hin möchtet. Denn ansonsten verfällt das Ganze. Und ja, ich habe mich ja tatsächlich jetzt nur in Deutschland beworben. Einfach als Absicherung, die Bewerbungsfristen waren früher zu Ende und dass ich praktisch noch was annehmen könnte. Aber ja, also wenn ihr wisst, ihr werdet sowieso angenommen, braucht ihr euch eigentlich auch nicht bei so vielen bewerben. Ihr könnt euch bis zu 12 Studiengänge auf Hochschulstadt bewerben. Es funktionieren auch nicht alle Bewerbungen der Unis über Hochschulstaat. So Uni Lüneburg zum Beispiel verläuft extern mit Auswahlverfahren. Aber die 3 Studiengänge laufen ja zum Beispiel zulassungsbeschränkt auf NC. Habe jetzt aber trotzdem die Angebote bekommen. Auch sehr zügig, also am, wann war Ende? Ich glaube, der 17. Juli und ich habe jetzt 10 Tage später 2 Angebote bekommen. Also ist schon relativ zügig. Sehr cool. Freut mich einfach zu wissen, dass ich halt die Möglichkeit hätte. Und ja, lehne das Ganze jetzt aber ab, damit eben andere Studenten den Platz bekommen können. Hallo, hallo! Es geht nach Rena und zwar ist dort ein Open Air und da kommen so ein paar Künstler und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Ich filme euch einfach, was hier so ein bisschen abgeht. Wir haben uns schick gemacht. Jetzt geht's los. Ich fahre mit Mama und Papa. Mal gucken, wie es wird. Yay! Wir sind auf dem Parkplatz. Jetzt geht's los. Schon im Bett. Ich werde jetzt schlafen. Bin auch geschminkt. Der Spot ist noch besetzt. Ich warte jetzt kurz und dann habe ich jetzt kurz nach 1. Schlafe ich sofort ein. Heute gibt es keine Töpfe mehr. Keine Töpfe mehr. Ich hätte die vom Apfel erschlagen.